Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder an eine Kopfvorstellung. Wir haben nämlich was extrem Besonderes hier. Wir haben von Coco Soul den besten Kohlen zurzeit auf dem Markt, unserer Meinung nach. Ja, haben wir hier den Funnel. Ein Köpfchen. Genau, sie haben einen Funnel rausgebracht, so gesehen eher zwei Funnel. Und wir erzählen euch alles darüber, zeigen euch den Kopfbau und gehen jetzt in den Kopfbau und die Detailansicht ab und sehen uns dann weiter mit den Details. So, willkommen zur Detailansicht des Coco Soul Funnels. Wir haben hier einmal das gespeichelte Design, weißer Hintergrund, rote, schwarze Spritzer drauf. Sieht sehr, sehr schön hip aus. Sagt man das noch 2019? Sieht sehr trendy aus. Sagt man das noch 2019? Keine Ahnung. Es sieht echt schick, schick und modern aus und macht auf jeden Fall was her. Wirklich ein Schmuckstück. Wir haben hier drin, ich weiß nicht, ob man das erkennt, das Coco Soul Logo mit Schrift sogar drin eingraviert, eingestanzt eher gesagt. Wir haben von unten hier einmal... Zeig mal meine Kamera, vielleicht sieht man es. Ja. Sieht man es, ja. Ja, man sieht es. Sehr schön, sieht man auch meine schönen gestutzten Fingernägel. Nein. Schade. Man sieht hier unten den Ton, es ist weißer Ton. Das Ganze erinnert mich immer sehr, sehr an Bimstein. Hat aber ein relativ gutes Gewicht, also Bimstein wird es nicht sein. Bimstein, ja. Du bist so ein Bimstein. Hier haben wir noch eine kleine Rille drin, hier noch zwei, drei kleine. Also es macht wirklich was her, sieht extrem gut aus. Und dann kommen wir einmal zum Depot. Auf den ersten Blick sieht das Ganze wirklich extrem tief aus. Ja, also halt mal rein, wie tief mit dem Finger ungefähr. Ja, kompletter obere Fingerkuppe, ne? Plus ja, Lage. Aber wenn man bedenkt, was mir extrem gut bei dem Kopf gefällt, was ihr jetzt nochmal hier sehen könnt, ist, dass das Loch tiefer ist als der Rand. Das heißt, wenn ihr die Alufolie oben drüber spannt, ist es sehr, sehr schwer, wenn ihr normal spannt, das Ganze anzuziehen ans Funnelloch. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Hab ab und zu mal schon leider ein paar Funnels gehabt, wo das Ganze echt doof konzipiert ist. Da konntest du so feste spannen, wie du willst, aber das hast du angezogen, weil einfach dieser Abstand zu minimal war. Hier hast du das ganze Problem nicht. Und deswegen würde ich auch empfehlen, das Ganze wirklich nur auf Höhe des Loches zu bauen. Dann habt ihr halt einen Abstand von 2-3 mm. Könnt die Kohle aber auch wirklich, auch als Anfänger, locker easy, ohne das Sieb, einfach auf die Alufolie legen und habt ein gutes Rauchverhalten, dann könnt ihr euch immer noch ein bisschen höher klassen. Also ich sag mal, für einen Funnel ist das immer noch ein sehr, sehr kleines Depot. Wenn man mal sieht, was es für Funnels gibt, sei es Oblaco, ne, sei es Harmony Bowl, das sind alles Funnels mit extrem viel Rauchvolumen, Tabakvolumen. Das hier ist immer noch sehr, sehr klein, das wirkt wie ein etwas höherer Hooker John 80 Feet. Ja, das war schon zur Detailansicht. Wir zeigen jetzt mal, was das Ganze so im Rauch kann. So, wir sind wieder da. Ich muss mich einmal eben kurz korrigieren zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass das Ganze wohl aus weißem Ton ist. Das ist aus 85% Schamott und 15% Steinzeug. Steht es auf jeden Fall in der Beschreibung. Wir kommen auch direkt zum Preis. Das Ganze kostet 18,95 Euro und ich glaube, das sollte man schon so am Anfang hier erwähnen, also, weil es ein sehr guter Preis für einen Funnel. Das ist echt günstig, wenn man jetzt überlegt, wenn man jetzt so einen Hooker John ATP nimmt, der kostet so zwischen 25, 30 Euro. Ja, also wird auf jeden Fall zur Zeit gehandelt, ja. Hat natürlich auch einen Namen, der mitbezahlt wird. Ne? Ja. So muss man das immer sehen. Aber hier habt ihr auf jeden Fall auch noch Handarbeit aus Spanien. Also das Ganze wirklich in reinster Handarbeit gefertigt. Sehr, sehr schön. Wir haben eine Breite von 7 cm, eine Höhe von 9,5 cm und das Tabakdepot ist 7 mm hoch und fast circa 15 Gramm laut Hersteller. Und ja, wie gesagt, da gibt es auch noch ein zweites Modell. Kann ich euch eben kurz einmal noch das Bild in die Kamera zeigen, wenn das Ganze dann fokussiert. Ist einfach schwarz und rot. Ja, er blendet es einfach ein. Oder er blendet es ein. Und ja, jetzt kommen wir einmal eben kurz zum Rauchverhalten von dem ganzen Teil. Wie auch kann Alex ja mal was zu sagen. Genau. Wie ihr auch seht, wir rauchen das ohne Sieb diesmal. Sonst haben wir ja immer auf unseren Funnels meistens ein Sieb mit drauf. Ne? Wir haben uns dafür entschieden, kein Sieb drauf zu legen, weil wir ja schon diesen riesen Abstand haben von dem Loch zur Alufolie, weil wir ja weniger jetzt den Tabak an die Alufolie geballert haben. Genau, wir haben ein leichtes Abstand-Setup mit der Alufolie geschaffen. Also ist so, wie wir eigentlich früher unser Setup hatten mit Dreiviertel bauen, ne, dass man da 2-3 mm Luft hatte. Ja, man hat unten, wir kommen gleich noch zum Rauchverhalten, wir haben noch ein paar Eckdetails, wir haben unten das Ganze naturbelassen, also nicht lasiert. Oben ist alles lasiert, das heißt, solange euch oben nicht reißt oder so, zieht ihr auch keine Molasse. Unten naturbelassen, damit es natürlich besser auf der Gummidichtung sitzt. Ja.
Was wollte ich jetzt noch dazu sagen? Genau, sehr, sehr gut ist das Ganze auch konzipiert für den Lotus. Es passt haargenau der Lotus oben drauf oder halt Smokeboxen à la Lotus. Ja. Und ja, jetzt aber mal zum Rauchfall. Genau. Ja, also Rauchverhalten finde ich ist wunderbar. Ist jetzt nicht schlechter als bei einem anderen Funnel oder so. Von hoher Qualität. Von hoher Qualität und von hohem Preise. Ja, also da man hat wirklich ein angenehmes Rauchverhalten. Wir haben jetzt, was haben wir reingebaut? Black Voodoo, glaube ich. Von der Lalle, genau. Genau, den haben wir uns jetzt gebaut, ne? Und der läuft 1A wunderbar da drin. Ja. Da, halt, vor allem, er kocht uns auch nicht mehr über. Genau, also Adalia Black ist ja minimal feuchter für den Dark Blend. So habt ihr, wenn ihr wirklich, sagen wir, auf Vollkontakt geht, manchmal das Problem, dass er überkocht. Ich eher selten, aber auch schon öfter mal gehört. Und dadurch, dass ihr hier natürlich ein Abstand-Setup habt, passiert das Ganze nicht. Ich muss auch sagen, also die Hitzeverteilung von dem Teil ist wunderbar. Ja, das kommt daher, weil das Material aus 85% Chamott ist und Chamott eigentlich ein Stein ist, der meistens in der Kamintechnik eingesetzt wird und Wärme halt speichert. Genau. Und dadurch wird der Wärmeleiteffekt durch den ganzen Kopf gezogen. Richtig. Und deswegen wird das auch von unten erhitzt und nicht nur von oben. Das Gute ist aber, hier unten ist er noch komplett kalt. Ja. Aber soweit ihr nach oben zum Depot geht, ist er extrem heiß. Heiß. Wie gesagt, er erhitzt sozusagen den Tabak auch mit von unten oder hält ihn sozusagen unten warm und von oben kommt die direkte Hitze oben drauf. Sehr, sehr schön. Gefällt mir klasse. Durchzug ist wunderbar. Kommt natürlich auf eure Lochen an und auf euren Baustil. Ja. Aber das Funnelloch ist super und ja, da ist nichts zu meckern. Das Teil ist wirklich perfekt und für 18,95 könnt ihr da, glaube ich, nichts mit falsch machen, gerade wenn ihr jetzt in diese Funnel-Szene einsteigen wollt. Vor allem, wenn ihr jetzt mal gerade keinen Hooker John oder Oblaco bekommt, weil der mal wieder ausverkauft ist. Genau, das kommt auch noch dazu, ja. Auf jeden Fall ein schönes Produkt, was die Jungs auch an den Start gebracht haben. Die Rauchentwicklung ist extrem geil, dadurch, dass die Hitzeverteilung so bombastisch ist. Also da kommen Rauchwolken raus. Holla, die Waldfeder läuft. Jo, also, Kaufempfehlung geht absolut raus. Ja, also das Ding kann man sich wirklich mit gutem Gewissen zulegen. Auf jeden Fall. Ja, 18,95 ist kein schlechter Preis. Designtechnisch wunderbar, macht sich, glaube ich, auf jeder Pfeife gut. Vor allem, jeder Lotus kommt es ja unterschiedlich dadurch, durch dieses Farbgesprenkel, weil das ja nicht 1:1 jeder gleiche Farbgesprenkel hat. Also auf jeden Fall ein Unikat. ja, also bombastisches Teil. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.